Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Goo und ab geht's zum roten Teppich. Nahaufnahme. Hört euch die Musik an. Da, da. Also, mal gucken. So. Lächeln für die Kameras. Alle sehen heute Abend fantastisch aus. Weiß sie überhaupt, wohin das Rohr führt? Wir sagen es ihr nicht. Der Schildermaler. Ja. Wir haben jetzt kein weiteres Schild. Was so. Also wir haben jetzt die Aufgabe, diese Kugel ins Rollen zu bringen. Dazu müssen wir diesen Schalter betätigen. Schon wieder voll POP-like. Dazu müssen wir Gewicht bringen. Diese Kugel wird dann hier weiterrollen. Aber zuvor müssen wir Vorbereitungen dafür treffen. Wir müssen jetzt erstmal hier einen Übergang mit unseren grünen Goos bauen. So, da dran. Und jetzt rechte Seite. Na? Dann sollte das hier alles funzen. Da, da, da. Da, da. So, jetzt können wir die ganze Sache hier auslösen und bauen. Erstmal bringe ich die hier nach links. Und wir brauchen Gewicht. Ausnahmsweise müssen wir Gewicht anbauen statt abbauen. Da. Da, da. Langsam ab, wie es aussieht. Dahin. Ja, es funzt. Oh. Na toll. So. Und wir haben jetzt die Aufgabe, diesen Ball dorthin zu befördern. Da irgendwas hier schief gelaufen ist. Aber shit happens. Die lassen wir erstmal noch unberührt. Komm. Geh weg. Oh, Menno. Komm. Jetzt aber. Ja, na endlich. Geht doch. So. Und jetzt geht's hier weiter. Oh, diese Episode, die heizt die ganze Lage noch mehr ein. Wir werden jetzt erstmal die Albino-Goose hier mal wieder retten. Ich will ja hier so viele wie möglich mitnehmen. Das war schlecht. Oh, meine Fresse. Was ist denn hier schon wieder los, ne? Einfach fallen lassen. Ich erbitte. Da, da. Und hierhin.
Supi. So, jetzt müssen wir uns nur noch nach oben bauen. Und es können ja eh nur die schönen Goos diesmal reingezogen werden. Also von der Hinsicht können wir ja auch die Albinos verbauen. Ja, nee. So, da ist er schon. Ich hab gedacht, das wäre nicht so. Jetzt muss ich noch gucken. Ich denke, das sollte jetzt ausreichen, damit sie sich da reinziehen können. Das tun sie auch. So, und wieder ein Level geschafft. Jaha! Und wir nähern uns immer wieder der nächsten epischen Sequenz. Das ist so vom Ende des Kapitels. Und letztes Level nennt sich genetische Sortiermaschine. Manche Bälle sind hübscher als andere. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Da, 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 da. Okay, ich denke mal, die Anweisung ist simpel. Wir lesen erst das Schild. Die letzten Goo-Bälle schienen nicht zu merken, dass sie in einer Art riesiger Schönheitswettbewerbsmaschine waren. Die Hübschen da, die Hässlichen hier. Ich selbst glaube, dass alle schön sind. Vor allem ich. Der hinreißende Schildermaler. Ja. Unsere Aufgabe ist jetzt, denke ich mal, einfach, also vom Begreifen her, vom Verstehen, die Hässlichen links, die Schönen rechts. Dann tun wir es einfach mal. So, bam. Da hätte ich ja fast in die falsche Richtung eben. Und das ist natürlich nicht so schlimm, dass ich das so... Denn das wird automatisch wieder korrigiert. Ja, noch eine, komm. Ja, supi. Und hoch mit dir. So, jetzt noch den letzten hier. Oh, haben wir schon geschafft. Coole Sache das. Und jetzt... Denn hier oben hat sich ja jetzt ein Polster gebildet, wo hier die Stacheln waren. Und das heißt jetzt, es muss eine Methode geben, diesen Abgrund zu überqueren. Vielleicht kannst du ihn mit Bruchstücken der weniger Glücklichen füllen. Der Schildermaler. Okay, tun wir es. So, und jetzt... Was? Es ist fast Winter und die Luft knistert vor Elektrizität. Es ist nicht klar, ob dies Nervosität ist oder weil die Energiequelle sehr nah ist, der kribbelnde Schildermaler. So. Und nach oben mit euch. Da, da, da. Und die Musik wird schon so episch, das heißt, es ist gleich das Ende des Levels an. Ein Schild. Punkt, Punkt, Punkt. Sie ist schön. Ich meine, ich bin froh, dass es keine HD-Anzeige ist oder so. Für jemand, die hunderte von Jahren alt ist, sieht sie fantastisch aus. Aber wer ist sie? Ich sehe euch drüben. Der Schildermaler. So hoch. Mit euch. Wo ist da rein in die Öffnung? Okay. Und ab dafür. Episch. Let's get epic.
die Letzten der Gubelle entdeckten, dass die Riesendame ein lebender Generator war. Und dass Schönheit eine reaktive Chemikalie war, wie Benzin oder Terpentin. Seit Jahren trieb ihr Schönheitssaft die ganze Welt. Ich hab so ein Kribbeln, Leute. Aber mit der Welt wurde auch sie älter. Und als ihre Schönheit vertrocknete, sank ihre elektrische Leistung. Bis heute Abend. Durch tolle neue Schönheitschirurgie und roh direkt in ihre Stirn gespritzte Schönheitsprodukte schwanden die Anzeichen des Alterns. Selbst wenn sie ihr Gesicht wegen der Chemikalien nicht bewegen konnte, war der Schönheitsgenerator wieder da. Eine echt nachhaltige Energielösung. Auf der ganzen Welt leuchteten die Lichter heller, Stromzähler drehten sich schneller, Stromleitungen waren voll frischer Energie. Im Süden wird eine Fabrik eröffnet. Ende von Kapitel 2. Juhey! So Leute, aber wie Kapitel 3 aussieht, heißt und was dann noch bei alles weiter hier weitergeht bei World of Goo, seht ihr dann erst beim nächsten Mal hier bei World of Goo. Ich bin euer G. Bis dann, Leute.